Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören, aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hast gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Das ändert es, wenn ich dich belüge. Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Den hat Ben hier bestimmt versteckt. Er macht das nur, um mich zu ärgern. Er weiß genau, dass ich Angst vor scharfen Zähnen habe. Ich könnte meine Hand verlieren, wenn ich da reingreife. Ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Ein knappes Dutzend zusammengenagelter Bretter hängen hier an zwei schlecht verschraubten Scharnieren. Sie schützen mich vor wilden Bestien, Mördern und allen anderen Gefahren, die das Leben in freier Wildbahn bereithält. Oh, süße Illusion. Cedric, bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag! Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Cedric. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja.
Was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Ich habe Opas Socken schon 1000 Mal stopfen müssen, aber er weigert sich noch immer, die Fakirnummer barfuß durchzuführen. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Spot wirkt ein wenig hungrig. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedgwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Sedgwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Tun gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschreiben. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwa schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach, das?
Das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte ebenso. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht, Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel und am Meer... Kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spott denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa, es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir ja auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht! Der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bart. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bart. Das habe ich schon gemerkt. Am besten du nimmst meinen Kamm, ich meine Kompass. Ach, wo habe ich ihn nur hingelegt? Ach, ich weiß,
Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, danke Opa. Unterm Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt, wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja. Also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Ein Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt. Direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Opa, das ist nicht der Kompost. Das ist der Kompass. Ja? Aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unterm Bett nachsehen? Mach ich. Später. Erinnere mich einfach nochmal dran. Erst einmal gehe ich in den Herbstwald. Aber sei rechtzeitig zum Mittag wieder zurück. Hörst du? Nein, danke. Es gibt ja doch wieder nur Petroleumsuppe. Was war das? Och, nichts. Danke, Opa. Bis später. Kopf hoch, Ben. Er wird von Tag zu Tag schwieriger. Er ist noch jung. Er hat seine Aufgabe in dieser Welt noch nicht gefunden. Er sollte erst einmal seine Aufgaben hier im Zirkus erledigen, bevor er sich neue sucht. Ach übrigens, ich hasse euch. Euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Ben ist heute nicht gut drauf. Ach. Halt den Rand, Opa. Halt einfach den Rand. Hallo. Ah! Oh, Gott sei Dank. Du bist offenbar kein Askil. Was bin ich nicht? Ach, nichts. Alles bestens. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Nein, wir sind mit unserem Zirkus auf der Durchreise. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion der Askil? Vielleicht. Ach, so ein Unfug. Natürlich bist du kein Askil. Es tut mir leid. Ich bin nur etwas nervös. Mein Name ist Bobby. Ich komme von weit her. Oh ja. Ich bin ein Chaski, musst du wissen. Und du bist? Ich bin Sedwick. Meine Familie hat einen kleinen Wanderzirkus. Verstehe. Du bist so eine Art Clown? Wir sind Schausteller. Also ein Clown. Du siehst nicht gerade fröhlich aus, wenn ich das sagen darf. Chaski, was bedeutet das? Was? Du kennst die Chaski nicht? Das Wort bedeutet Bote. Wir erledigen wichtige Aufträge für den König. Chaski, jetzt dämmert es mir langsam. Opa hat von euch erzählt. Aber du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine... Ach ja? Und wo denkst du, komme ich her? Naja, du siehst eher aus, als kämst du aus einem... Ich komme, jawohl, direkt vom Königshof. Du? Aus Corona? Das glaube ich dir nicht. Glaub es ruhig, ich bin ein Chaski und ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Chaski sind mutige Helden, keine... Das stimmt. Was denkst du denn, was mich hierher verschlägt? Ich befinde mich auf einem haarsträubenden Abenteuer. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Du übertreibst. Kein Stück. So ausweglos war die Lage selten. Ich erzähle dir lieber nichts davon. Du könntest nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ha, dann wäre ja nichts verloren. Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine... Auch wenn es vielleicht so aussieht, ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Das ist alles. Chaski sind heitere Abenteurer und keine... Ha, das musst du gerade sagen. Bei deinem Anblick geht auch nicht gerade die Sonne auf, weißt du? Ich habe nicht gut geschlafen. Ich leide unter Albträumen. Albträume, sagst du? Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja, ein Jammer.
Was genau ist denn dein Auftrag? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Eigentlich ist das geheim. Aber na gut, ich erzähle es dir. Ich trage ein wertvolles, mächtiges Objekt bei mir. Den Flüsterstein. Den was? Flüsterstein. Küstnerbein? Den Flüsterstein! Hör doch zu. Wie denn, wenn du so nuschelst? Mein Auftrag ist es, ihn nach Corona zurückzubringen. Zum Schloss des Königs. Und jetzt soll ich dir wahrscheinlich mit deinem Auftrag helfen, richtig? Haha, der Clown will einem echten Chaski bei seiner Mission helfen. Das ist ja echt zum Piepen. Was denn? Ich kann sicher nützlich sein. Unmöglich. So viel wie du habe ich schon lange drauf. Hahaha, als Clown bist du schon mal nicht schlecht. Was auch immer. Dann mach deinen Kram doch alleine. Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass dich meine Abenteuer faszinieren. Ja. Wow. Aber du weißt einfach nicht, worauf du dich da einlässt. Das Leben eines Chaskis ist voller Gefahren. Du bringst dich in große Schwierigkeiten. Wenn du mir helfen willst, musst du dir ganz sicher sein. Ich bin mir sicher. Also mutig bist du schon mal. Das ist gut. Aber bist du auch geschickt genug? So geschickt wie du bin ich schon lange. Wenn das stimmte, wäre das großartig. Geschicklichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Chaski. Ich frage mich aber, ob du optimistisch genug bist. Eigentlich machst du eher einen negativen Eindruck auf mich. Chaski zeichnen sich aber durch ihr sonniges Gemüt aus. Daraus schöpfen sie die Energie, auch in der schwierigsten Lage noch einen Ausweg zu finden. Bist du wirklich fröhlich genug? Immerhin bin ich ein Clown, oder? Stimmt, haha. Wie konnte ich bloß zweifeln? Na dann, es sieht so aus, als wenn du die nötigen Eigenschaften mitbringst. Super, ich bin nämlich wirklich verzweifelt. Und die Zeit rennt mir auch langsam davon. Mach dir mal nicht so viele Hoffnungen. Ich bin nicht besonders gut in sowas. Eigentlich werden die Probleme immer nur schlimmer und komplizierter, sobald ich mithelfe. Das klingt eigentlich weder mutig noch fröhlich oder geschickt. Vielleicht sollte ich deine Fähigkeiten erstmal auf die Probe stellen. Ein Test? Ja. Du könntest mir etwas zu essen fangen. Ein Fisch wäre jetzt genau das Richtige. Was? Ich soll dir einen Fisch fangen? Ich wollte dir auf deiner Mission helfen. Um den Büttel zu spielen, kann ich genauso gut wieder zurück zu meiner Familie. Immer langsam. Erst einmal zeigst du mir, was du drauf hast, indem du mir einen Fisch fängst. Und dann weihe ich dich in meinen Auftrag ein. Meinst du bekommst das hin? Ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick! Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich weiß, dass er sehr wichtig ist. Die königliche Steinsammlung wäre sonst einfach nicht komplett. Damit ist nicht zu spaßen. Soweit ich weiß, benötigt ihn der König, um das Ende abzuwenden. Stimmt es, was man sich von Corona erzählt? Kommt drauf an. Was erzählt man sich denn? Ich habe gehört, dass das Ende bevorsteht. Das stimmt leider. Das Land um Corona hat sogar bereits begonnen, auseinanderzufallen. Wie in meinem Traum. Du hast davon geträumt? Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wieso sagst du das? Ach, nichts. Vergiss es einfach. Ich habe gehört, dass der König tot ist. Er ist nicht tot, aber er ist sehr schwach. Ich glaube, es ist das bevorstehende Ende, das ihm so zu schaffen macht. Ich habe gehört, dass Corona gefallen ist. Noch nicht. Aber die Lage wird immer bedrohlicher. Die Askil sind bis zum Schloss vorgerückt. Die Askil? Ja, ein abscheuliches Volk. Ich fürchte, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe eigentlich nur Gerüchte gehört. Nun, es stimmt nicht alles, was man so hört. Aber die Lage ist ernst. Meinst du, dass meine Träume etwas zu bedeuten haben? Mein Bruder Ben sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, hör auf deinen Bruder. Schlaf einfach weiter und tu so, als wärst du niemals mit den großen Problemen dieser Welt in Berührung gekommen. Ja, als hättest du mich nie getroffen. Das ist besser für dich. Ignoriere einfach, dass die Welt am Abgrund steht und dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ach, du denkst, ich übertreibe? Es hat bereits angefangen, Sedgwick. Das Land zerfällt. Das Ende rückt immer näher. Wie in meinem Traum. Das war dein Traum? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso? Es sind nur Träume. Nur Träume? Nur Träume, sagt er. Und wenn nicht?
Was, wenn es eine Vision ist, hm? Eine Vision, sagst du? Zugegeben, sehr unwahrscheinlich in deinem Fall. Nur wichtige Leute haben solche Visionen. Könige, Orakel und Chaski. Trotzdem, der Gedanke ist beunruhigend. Hast du Lust auf Zirkus? Was? Spinnst du? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für solche Kindereien? Geh du mal ruhig zurück in deinen Zirkus, Kleiner. Ich hingegen muss mich um die großen Aufgaben dieser Welt kümmern. Die großen Aufgaben dieser Welt liegen in deinen Händen? Ist ja beruhigend. Ja, ha! Und weder Elefanten noch bunte Bälle können mich von meiner Aufgabe ablenken. Nicht einmal lustige Äffchen mit Hüten. Ihr habt nicht zufällig auch Äffchen in eurem Zirkus, oder? Nein. Nein. War ja klar. Und wenn, hätte es mich auch nicht interessiert. Denn ich bin ein Chaski und nichts kann mich von meiner Aufgabe abhalten. Bis später. Ebenso. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen. Aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Shana gehört? Shana? Nein, nie gehört. Wer soll das sein? Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja, und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Was willst du denn von Shana? Corona ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Shana Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Wo finde ich Shana noch gleich? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Nähe in einer Hütte wohnen soll. Aber alles, was es hier zu geben scheint, ist Wald, Wald und nochmals Wald. Die einzige Ausnahme scheinen diese Ruinen im Westen zu sein. Und vielleicht schaust du dich auch noch einmal bei der Höhle im Osten oder bei dem hohen Baum im Süden um. Ich hab dir alles auf deiner Karte eingezeichnet. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Bis später. Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Sedgwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt, eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein, aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt, nein, warte. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Die dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was?
Unmöglich! Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut. Ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist, einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel! Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana?
Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In der Mitte des Sees. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du, Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du, Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Mich. Oh, das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich. Ein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind? Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden.
Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid, ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Shana, du wirkst plötzlich etwas, ich weiß auch nicht, verkrampft. Das ist nicht übel, irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass... Zephyk! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Zephyk, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt, retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir nochmal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt, oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt... Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja. Der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Hallo, ihr zwei. Bingo,
Sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen! Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine! Wir brauchen keine Hilfe! Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Ich war bei Shana. Und? Was sagt sie? Hat sie noch das Moos, das sie sich von mir ausgeliehen hat? Ach, das tut doch jetzt nichts zur Sache. Sie wird ihm doch sicherlich etwas prophezeit haben. Ach, eigentlich nicht. Kaum der Rede wert. Umso besser. Die Probleme der Beinwesen interessieren uns sowieso nicht. Richtig, Ralf. Ausnahmsweise richtig, Ingo. Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Zur Insel? Das fragst du einen Stein? Ach, die Insel. Ich war nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Ihr Beinwesen mit euren Luxusproblemen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Halt den Rand, Ingo. Wir sind Steine. Wir müssen nirgendwo hin. Aber ich will die Welt sehen, Ralf. Die Welt dich aber nicht. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn! Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In der Mitte des Sees. Potsdamer, du bist ja doch kein Grünschnabel. Ich habe immer an dich geglaubt. Habe ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Und vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Wo haben die beiden das bloß herbekommen? Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Schon gut. Hey du, darf ich dein Ei haben? Ja? Das war wohl ein Nein. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das zweite. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf?
So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob. Hier sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha. Mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Artist. Ich habe niemals Angst. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Diese Askil scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe. Ich muss euch verlassen. Hä? Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick. Es ist an der Zeit. Erwache! Was? Wo bin ich? Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist. Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort? Ich muss Kalida finden. Kalida? Nun, du hast sie gefunden. Wie meinst du das? Bist du etwa Kalida? Ich? Nein, aber ich bin ein Teil von Kalida. Ich verstehe kein Wort. Man muss nicht immer alles verstehen, um richtig zu handeln. Musst du unbedingt in Rätseln sprechen? Ich brauche wirklich dringend Hilfe. Ich muss nach Corona. Zum Schloss des Königs. Egal, woher du kommst. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Von dieser Insel aus führt kein Weg weiter. Dann hat Shana mich in eine Sackgasse geführt? Na wunderbar. Und was mache ich jetzt?
Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Muss das nicht jeder von uns? Die einen, indem sie etwas tun, die anderen, indem sie etwas bleiben lassen. Ja, mag sein. Aber ich muss es wirklich tun. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Art und Weise. Ich sehe, dass du voller Sorgen bist, kleiner Mann. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche. Kalida zu wecken ist nicht ungefährlich. Vielleicht wird sie dir am Ende helfen, die Insel zu verlassen. Aber bedenke, dass auch du ein Teil von ihr bist, solange du hier verweilst. Was? Hey, warte noch! Wie meinst du denn das alles? Hallo? Ich habe da das ganz miese Gefühl, dass die Suche nach Kalida länger dauern könnte. Hallo? Hm? Was? Wer? Ein Clown? Was willst du denn hier? Mein Name ist Sedgwick. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Ja, sehr lustig. Aber gib dir keine Mühe, kleiner Clown. Du kannst mich auch nicht mehr aufhalten. Wer bist du? Mein Name ist... Oh, mein Name ist Bando. Wie? Bando. Hä? Bando. Bando! Waldo? Bando! Mein Name ist Bando! Zum Kehricht noch eins, ich bin Bando! Bando, wie oft habe ich dir gesagt, dass du Ruhe geben sollst? Jetzt schau nur, was du angerichtet hast. Wir haben den Boss geweckt. Er wird mich bestimmt wieder Strafrunden laufen lassen. Warum denn so betrübt? Macht dir auch das Ende der Welt zu schaffen? Der Gedanke, dass bald alles vorbei sein könnte? Ach nein. Darüber sollen sich mal lieber andere den Kopf zerbrechen. Soll das Ende ruhig kommen. Hier ist ohnehin schon alles erledigt. Tja, ja. Es gibt nichts mehr zu tun. Wie meinst du das? Es gibt nichts zu tun. Es ist hier sehr still geworden, seit der Boss die Fabrik geschlossen hat. Die Fabrik? Früher wurden hier Perlen gepresst, aber die Produktion wurde eingestellt. Aha. Warum? Nun, der Boss hat sein Ziel erreicht. 10.000 Perlen. Und jetzt hat er Angst, dass er alles wieder verliert. Am meisten fürchtet er sich davor, dass jemand Kalida weckt. Er ist richtig paranoid. Kein Mucks darf ich mehr von mir geben. Früher war das anders. Da habe ich die tollsten Arbeiten erledigen dürfen. Ich habe das Nebelhorn im Schreihaus geblasen. Und immer, wenn es Mittag wurde, durfte ich die Glocke läuten. Es schallte über die ganze Insel. Das Tollste war aber die Arbeit in der Fabrik. Heiße Luft, dichter Qualm und über allem der Lärm wuchtiger Maschinen. Wumms, ka-wumms. Bando, was ist denn da unten los? Sei gefälligst leise oder willst du, dass Kalida aufwacht? Je, siehst du, was ich meine? Die guten alten Tage sind vorbei. Ach ja. Wer hat dir das sagen? Das ist Ruben. Ihm gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Auf der Bergkuppe? Ja, ganz oben. Ah. Hey, hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, ja, schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird, dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Auf der Spitze des Berges, sagtest du? Ja, ganz oben. Prima, danke. Ich suche Kalida. Wen suchst du? Kalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte. Lass mich raten. Kalida ist tot? Oder es gibt sie gar nicht? Nein. Kalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Ich sagte es doch schon. Du solltest Kalida lieber nicht stören. Am besten
verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht, was, wecken? Also ist sie ein Morgenmuffel, na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja, oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Glaub mir einfach, du willst Kalida nicht aufwecken. Ich bin mir dann langsam auch nicht mehr so sicher. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Er sieht betrübt aus. Nicht die talentloser Clown ist schuld am Weltuntergang Art von betrübt, aber naja, betrübt halt. Überall, wo ich hingucke, sehe ich nur verschlossene Türen und Hindernisse. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. So eine könnte ich ganz gut gebrauchen. Immerhin geht es ständig steil bergab. Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah. Halt, Freundchen. Der Schlüssel bleibt schön hier. Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Was sind das für Vögel? Oh. Ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen, aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich! Nichts hält ewig. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, nur eine weitere Störung und ich dreh durch! Aber das war einmal. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressurnummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir.
Hammer! Was zum Teufel ist denn da unten los? Nichts, Ruben! Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude? Ja, die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit, überall hinzugehen. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Kalida schlafen. Bis später. Ja. Bis bald. Aber denk dran. Immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo? Was druckst du da rum? Komm her! Wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt! Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen! Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lasse ich dich umgehend von Bando an die Yakis verfüttern. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen in der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte! Bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf! Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja, ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier abertausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger. Eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown! Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen! Und das ist mein voller Ernst! Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach,
Ignoriert diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er der ganzen Welt zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lass ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und wenigstens hält er die Yakis fern. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Kalida? Nein. Er heißt Carrick. Ein schöner Name. Carrick und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Carrick kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Oh, dann lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Carrick ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass ich hier kein Gesindel rumtreibe, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Ah, gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Ruben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Hä? Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung, aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Genug von Kalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Wie war das noch gleich mit den Yakis? Es gibt genau 5. Sobald sie im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen.
Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Genug von Kalida. Wie du willst. Bis später. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Sadwick. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst? Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Das ist doch Corona. Sinuspot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Ich höre Stimmen. Das scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Barney, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen! Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja!
Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Barney! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Garney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Garney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Garney. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da nur wieder reingeraten? Was ist denn hier los? Bäh! Aufwachen! Oh oh. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na warte. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler? Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen? In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Barney! Was ist was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Oh je, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Aha, da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Außen scheint es mittlerweile hell zu sein. Hey, hallo. Was ist denn hier drinnen los? Was willst du, du Narr? Lass mich raus. Ein kühner Wunsch. Sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie das? Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden.
weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Kluges Kind. Egal. Lass mich ruhig hier drin verrecken. Was? Hatten wir auch vor? Ja! Ich habe ein paar Fragen. Von mir aus? Aber fass dich kurz! Wer war vor mir in dieser Zelle? Ja. Er war ein kleines Kerlchen, unser letzter Gast. Grün war seine Haut und dünn seine Ärmchen. So dünn, es war so wenig dran an ihm. Schade, dass er so früh gehen musste. Er wusste etwas über den Flüsterstein, ja. Aber er hatte ihn nicht dabei. Luko war sehr, sehr aufgebracht. Luko sucht nach dem Flüsterstein? Was weiß der Clown über den Flüsterstein? Oh, ich weiß nichts darüber. Es klang nur nach einer spannenden Geschichte. Du kannst sie mir ja ein andermal erzählen. Was habt ihr mit Spot gemacht? Was? Luko hat ihn in einen Käfig gesteckt. Morgen kommt er in die Suppe. Aber Raupen schmecken gar nicht. Ja, Aske, ist nicht nur aus Hunger. Wir laben uns auch an Verzweiflung und an purem Hass. Ja. Das klingt nach einem von Opas Rezepten. Seid ihr die Askil? Du hast es erraten. Keine weiteren Fragen. Umso besser. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein, das sind die Reste der Schimmelsuppe. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keine Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja. Versprochen, mhm. Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks? Igitt, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Nein, da verhungere ich lieber. Oder lass mich von glühenden Eisen zu Tode foltern. Egal. Und weg damit. Da ist immer noch ein klebriger Rest drauf. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts.
Hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Nanu? Ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Hätte ich dieses Problem nicht auf eine etwas originellere Weise lösen können? Die Einfallslosigkeit dieser Aktion schmälert meinen Triumph beträchtlich. Und natürlich die Tatsache, dass der Schlüssel auf dem Tablett festklebt. Wie bekomme ich ihn da jetzt bloß los? Ich sollte mich lieber darauf konzentrieren, den Schlüssel darunter zu bekommen. Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Jetzt sind meine Hände klebrig. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen, wobei ich das schon häufiger dachte. Oh, sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Der Koch ist ein pfiffiger Recker, keiner findet ein Versteck. Sie suchen in der finstersten Ecke, sie suchen im finstersten... Was? Wie? Hey, du da! Hey, du da in der Rüstung! Hallo, ich hab dich gefunden! Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht. Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen? Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich versteck mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dein Versteck ja überall rum erzählen. Was? Nein! Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein Verlogener, Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rumerzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Er heißt Lacour. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöffst. Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Das wirst du nicht. Bitte! Ich flehe dich an. Loco wird mich umbringen. Also nochmal. Warum versteckst du dich vor Loco? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen verhunzt, wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Was ist denn das Lieblingsessen? Schimmelsuppe. Igitt, die hat Opa auch immer gemacht. Hey, es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Naja. Die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Loco die Haut umkrempeln. Oje, oje. Hier oben, in der Waffenkammer. Okay, du hast hier gewonnen. Ich verrate dir ja das Rezept. Sei bitte endlich leise. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Was? Na hör doch zu. Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept. Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich drei von den vier Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Und jetzt lass mich in Frieden. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib und vergiss nicht, du hast mich nie gesehen. Okay? Ihr wird das Singen schon noch vergehen, kleines Vögelchen. Ich habe gehört, dass der Koch eine hervorragende Raupensuppe macht. Keine Angst,
Noch bist du nicht an der Reihe. Heute steht erstmal Schimmelsuppe auf der Speisekarte. Und solange leistest du mir noch etwas Gesellschaft. Der Geruch von Angst hilft mir, mich auf meine taktischen Pläne zu konzentrieren. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du meinen Rat willst, Posaune ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch, so wie du rumläufst. Also, ist noch was? Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. So wenig nur? Nein. Dann kommt das nicht in Frage. 5 lumpige Silberlinge. Dafür könnte ich mir ja nicht einmal neue Abreißkarten kaufen. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Für einen Besuch in Maurice Majestätischem Eisenbahnmuseum? Das muss doch mehr wert sein. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieß ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet! Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte. Und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 10 Goldstücke. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden! Und? Wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Du könntest die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch in Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen.
Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei's drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag. Aber erst nach getaner Arbeit. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du ein Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Mir fällt nichts ein. Ha! Einen tollen Berater habe ich da. Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Mission erfüllt. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats-Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. Heda nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit. Immerhin bezahle ich dich dafür. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Yeah. Na gut, aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Am besten gleich. Super. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage! Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Mir fällt nichts ein. Ha! Einen tollen Berater habe ich da. Du lässt dir lieber was einfallen. Was ist mit meiner Bezahlung? Du bist mein Gärtner. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 8 Goldstücke! Ja! Für dich? 4! Hast du das Geld dabei? Nicht direkt, aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht. Aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Tja, sieht so aus, als hättest du genug verdient. Willkommen im Maurice Medium Museum. Nett, aber wie komme ich hoch zur Eisenbahn? Es sei denn... Himmel, noch ein Fahrstuhl! Warum bin ich nicht einfach bei den Askill geblieben? Thank you.
Und da war es dann. Inmitten des Nichts, zwischen den Wolken, thronte auf einer einzigen letzten Felsnadel das Schloss Corona. Cedric hatte das Ziel seiner Reise erreicht. Corona, ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Hallo? Hallo! Himmel, hier ist ja alles verlassen. Wo ist bloß der König? Cedric, was machst du denn hier? Na was wohl? Ich mach deinen Job. Die Welt retten und so. Oh je, Cedric, dafür ist es doch längst zu spät. Ja, was auch immer. Zieh dich ruhig aus der Verantwortung. Ich werde es zumindest versuchen, wenn du gestattest. Wenn die Welt schon untergehen muss, dann will ich wenigstens nicht schuld daran sein. Du törichter, tapferer Clown. In was hab ich dich da nur reingezogen? Versteck dich lieber. Schnell! Was ist denn überhaupt los? Das Ende wird kommen. Die Askyll greifen an. Ich weiß. Ich komme geradewegs aus ihrem Versteck. Du warst bei den Askyll? Und du lebst noch? Tja, was man so Leben nennt. Wir können es noch aufhalten. Ich hab doch den Flüsterstein. Du hast ihn tatsächlich dabei? Ich meine, natürlich hast du das. So hatte ich es ja von Anfang an geplant. Umso tragischer, dass du zu spät kommst. Aber sei nicht traurig. Ich wusste ja, dass es ein Risiko ist, einen Amateur mit hineinzuziehen. Genau. Dein Plan war super, aber ich habe einfach zu lange getrödelt, nicht wahr? Mach dir keine Vorwürfe. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Du bist eben kein Chaski wie ich. Wo ist der König? Der König hat sich in seinem Gemach eingesperrt. Um dorthin zu gelangen, musst du vom Thronsaal aus durch das astronomische Labor. Ich glaube, es steht schlecht um ihn. Was hat denn der König? Niemand weiß es so genau. Vielleicht ist es das bevorstehende Ende, das an ihm nagt. Sicher ist nur eins. Er soll sehr schwach sein. Ich komme nicht weiter. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Cedric, Cedric, Cedric. Ich kann dir doch nicht ständig die ganze Arbeit abnehmen. Stimmt. Meine mangelnde Selbstständigkeit muss eine schreckliche Belastung für dich sein. Ach, schwamm drüber, kleiner Freund. Ich habe dir alles beigebracht, was ein Chaski wissen muss. Du wirst auch ohne mich zurechtkommen. Du versteckst dich in einem Fass? Ist das etwa das Verhalten eines Chaski? Lass dich nicht von deinen Augen täuschen. Das hier ist ein Chaski-Überlebensfass. In so einem Fass saß dereinst der legendäre Chaski Shorshi, als er die mächtigen Trommelfälle von Ashanot passierte. In sicherem Abstand nehme ich an. Selbstverständlich! Ich werde die Frage bereuen. Aber wie kommst du hierher? Ja, das ist tatsächlich eine lange und spannende Geschichte. Ach, wo soll ich nur beginnen? Was ist am Ufer passiert? Das Ufer? Oh ja, es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen. Es war gestern. Ich saß schon eine Weile alleine dort und übte eine geheime Chaski-Technik. In Sekundenschlaf? Bei leerem Magen schaffe ich es unter drei. Wie auch immer. Plötzlich schob sich eine Wolke an den Himmel. Ein Windstoß zog über den Fluss. Ich begann zu frösteln. Zur Sicherheit zog ich mein Messer. Und einige Bomben, die ich noch im Rucksack hatte. Ich war gerade fertig, als es in den Büschen knackte. Ich spannte jeden einzelnen Muskel an und dann... Und dann? Dann ließ ich alles fallen, schnappte mir den Rucksack und rannte so schnell ich konnte. Was? Als ich mich umdrehte, sah ich nur einen Fuchs. Aber ich hatte mein Versteck ja bereits verlassen. Ich war mir sicher, die Askyll hätten mich gesehen. Darum bin ich nicht umgekehrt. Es war einfach zu gefährlich. Zu gefährlich? Zu gefährlich? Ich dachte, du seist in einen Kampf geraten. Nicht doch. Dafür bin ich viel zu listig. Du meinst wohl eher feige. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin dir um die halbe Welt nachgereist, nur weil du Angst vor einem Fuchs hast? Es war ein sehr großer Fuchs. Wie bist du den Askyll entkommen? In Askyll? Ich war nicht bei den Askyll. Warst du nicht? Aber der Wächter hat von einem grünen, schmächtigen Gefangenen erzählt. Schmächtig? Wie bist du denn da auf mich gekommen? Ich bin gut durchtrainiert. Viel zu gut, um mich von den Askyll schnappen zu lassen. Also hast du sie irgendwie abgehängt? Gab es eine Verfolgungsjagd? Und ob, zumindest wenn du mit Abhängen in einer Höhle verstecken meinst. Und mit Verfolgungsjagd Beeren sammeln. Wie bist du nach Corona zurückgekommen? Auf geheimen Chaski-Pfaden. Lass mich raten. Du hast dich so dünne gemacht, dass dich ein frisches Lüftchen hierher geweht hat? Nein. Ich hatte meinen Ruhestein noch auf den Schlosshof eingestellt. Das will ich nicht gehört haben. Ich habe auch nichts gesagt. Und das nennst du Abenteuer? Nein.
Ich nenne das Routine. Als Chaski erlebst du so viele ungeheuerliche Sachen, da kann dich selbst die brenzligste aller Situationen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Offensichtlich. Nur darum sitzt du hier ja auch so seelenruhig. So ist es. Und das, obwohl das Ende bevorsteht und die Askel angreifen. Ja, Und einer von ihnen sogar direkt hinter dir steht. Was? Ja, ja. Da hast du mich doch beinahe reingelegt, nicht wahr? Wenn du einen Chaski auf den Arm nehmen willst, musst du aber früher aufstehen. Ist 10 okay? Sagen wir lieber 11. Ich schlaf gern lange. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich weiß. Meine haarsträubenden Abenteuer sind nichts für schwache Nerven. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Es sieht immerhin besser aus als das, was Opa kocht. Kuh müsste man sein. Igitt, nein, dann doch lieber Schimmelsuppe. Auf meinem Grabstein wird stehen, die Welt konnte er zwar nicht retten, dafür hat er sich einen guten Überblick über die Wäscheleinen der Umgebung verschafft. Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Mu. Zu melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Geschafft! Unglaublich! Es hieß, nur der König selbst sei dazu in der Lage. Tja, in mir steckt offenbar mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du bist auf jeden Fall ein bemerkenswerter junger Mann. Jetzt musst du nur noch das Wasser des Lebens zum König bringen. Das auch noch. Keine Zeit zum Rumjammern. Beeil dich! Es ist fast geschafft! Spot! Spot! Oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Spot kann mir jetzt nicht mehr helfen. Das Planetensystem speist den Brunnen mit Wasser. Was ist das bloß für ein Zeug? Und was hat das aus Spot gemacht? Das Wasser des Lebens. Tch, von wegen. Das rühre ich ganz bestimmt nicht an. Sieh nur, was es aus Spot gemacht hat. Oh nein, ich wusste es. Es beginnt. Komm her. Sieh selbst. Was ist das? Die Welten kollidieren! Ja, die Zeit ist gekommen. Diese Welt wird nun zugrunde gehen. Nein, das kann nicht sein. Ich habe nichts falsch gemacht. Sadwick. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast das Ende eingeleitet. Endlich hat sich deine Bestimmung erfüllt. Das ist nicht fair. Ich habe doch alles richtig gemacht. Du törichter Unglücksrabe. Das Ding hat recht. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich am Planetensystem rumspielen zu lassen. Aber... Jetzt steh da nicht so rum. Tu etwas. Sonst ist alles verloren. Du willst Bestimmung? Wie hast du Bestimmung? Nein! Sadwick, was hast du nur getan? Wieso? Ich habe es gestoppt. Oder nicht? Was?
war das? Was geschieht hier? Du unglückseliger Narr! Wieso? Was ist denn los? Und was ist mit dem Licht passiert? Du hast das Planetensystem angehalten. Die Zeit steht still. Ist das schlimm? Du machst dir ja keine Vorstellungen. Ah, Corona! Das prunkvolle Schloss Ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Na, es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorny. Ich will meinen Thron beziehen. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gorny. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja. Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Hey, du da! Stehen geblieben! Oh oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Los, Gorny, schnapp ihn dir! Wirf ihn in den Kerker! Und sieh gleich nach, ob du noch irgendwo andere Störenfriede findest. Was für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Hey, Bobby, du auch hier? Oh, Sadwick, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig, aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen. Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben, wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, das ist so würdelos. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askiel haben gewonnen, aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha! Und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Zieh dich um! Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist! Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey! Was soll das denn heißen? Ja, die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal! Bah, sie winselt und winselt. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Ja, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Hey, lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören! Ihr zwei seid eine echte Plage. Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Hey, lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen. Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn ihr dann wirklich Ruhe gebt. Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Hey, hallo. Was ist jetzt noch? Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König.
erst mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja! Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprech los. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Hast du nicht ganz unrecht? Du kannst es ja mal versuchen. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. X. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ich bin wirklich gerührt. Sedgwick, ab sofort bist du einer von uns. Du bist auf alle Ewigkeit mein persönlicher Clown. Hurra! Oh je, was habe ich nur getan? Wozu dienen wohl diese merkwürdigen Rohre? Luko scheint sich an ihn angeschlossen zu haben. Hey, Luko! Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erst mal das! Halt! Was tust du? Nein! Oh oh, schnell weg hier! Du törichter Narr! Komm sofort zurück! Sedgwick, du hast dich befreien können. Ach, du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Askiel waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Hey! Was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Wahr. Das war ganz schön herzlos. Warte, ich schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Nichts. Nur ein Krampf. Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Tiefer wird der Wald wohl nicht mehr. Und das hier scheint mir der letzte Lichtstrahl zu sein, den es in dieser dunklen Welt noch gibt. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Sedgwick? Was tust du denn da? Geh lieber in Deckung, alter Mann. Wieder frei. Endlich kann ich unser gemeinsames Werk vollenden. Der König wird das zu verhindern wissen. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Sedgwick, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Sedgwick! Was hast du getan? Luko? So beeil dich doch, Sedgwick. Lauf so schnell du kannst. Ich versuche, Luko aufzuhalten. Du bist ein Narr, Sedgwick. Aber ich war der größere Narr, dass ich dir vertraut habe. Jetzt wird die Welt untergehen. Und es ist einzig deine Schuld. Ist es wirklich das, was du wolltest? Himmel, Luko, bist du das? Was ist mit dir geschehen? Als du die Rohre durchtrennt hast und sich der konzentrierte Stillstand über mich ergoss, wurde ich verwandelt. Ich wurde selbst zum Stillstand. Mein Martyrium hat ein Ende. Die gefrorene Zeit hat meine Wunden geheilt. Du kannst mich jetzt nicht mehr besiegen.
Aber du kannst mir helfen, die Welt ein letztes Mal anzuhalten. Ich biete dir ewiges Leben anstelle von totaler Zerstörung. Wie kannst du einem solchen Angebot widerstehen? Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Hedwig. Wehre dich nicht dagegen. Oje, eigentlich brauche ich das, um den König zu heilen. Andererseits gehen mir auch langsam die Ideen aus. Ach, was soll's. Schlimmer kann es ja wohl kaum noch kommen. Opas Hose. Irgendwie habe ich gehofft, dass die nochmal wieder auftaucht. Hallo, Eure Majestät? Was ist denn jetzt? Hier ist ja gar keiner. Aber der König und überhaupt, was ist das für ein seltsamer Raum? Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo? Diese Sachen wirken merkwürdig vertraut. Was ist das nur für ein eigenartiger Raum? Was für ein beeindruckender Spiegel. Hm. Und was für eine beeindruckend dicke Staubschicht. Ich kann kaum etwas erkennen. Mhm. Damit sollte ich den Staub abbekommen. Und los geht's. Wer bist du? Wo bin ich hier? Fragte Cedric, als er sich verwundert umsah. Der ganze Raum schien nur aus zwei riesigen Spiegeln zu bestehen, die sich gegenüberstanden. Dies hier ist die Welt zwischen den Spiegeln, antwortete der Junge aus dem Spiegel. Er machte eine seltsame Pause, bevor er fortfuhr. Und ich bin dein Spiegelbild. Cedric war sehr erstaunt, wie du dir denken kannst. Mein was? Mein Spiegelbild? Aber warum trägst du dann diese merkwürdige Kleidung? Der Spiegeljunge ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen. Das musst du gerade sagen, konterte er. Und in diesem Moment erkannte Cedric, dass sie sich tatsächlich sehr ähnelten. Der Junge fuhr fort. Ich komme aus einer anderen Welt. Man nennt sie Wirklichkeit. Für einen kurzen Moment war Cedric tatsächlich sprachlos. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Und mit diesen Worten geleitete der Junge aus der Wirklichkeit Cedric zu dem zweiten Spiegel. Cedric sah durch den Spiegel in die Wirklichkeit und erblickte denselben kleinen Jungen in einem Krankenbett. Er schien sehr fest zu schlafen, genau wie du. Cedric sah sich den Jungen im Bett genau an. Und schließlich wusste er, dass der Spiegeljunge recht gehabt hatte. Ich dachte, ich treffe hier den König. Cedrics Stimme vibrierte. Er konnte sich einfach nicht von seiner alten Welt lösen. Diese Welt existiert nur in deinem Kopf, Cedric. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Warum ausgerechnet ich? Wollte er wissen. Kann das nicht jemand anderes machen? Der Spiegeljunge setzte eine strenge Miene auf. Mein ganzes Leben war nur eine Geschichte in einem Buch? Cedric wollte es einfach nicht glauben. Der Spiegeljunge hingegen blieb geduldig. Vater liest uns aus einem Buch vor. Er hofft, dass wir ihn hören. Er hofft, dass wir auf diese Weise bei Bewusstsein bleiben. Offenbar war es nicht ganz unnütz. Dann war die blaue Gestalt ja unser Vater. Genau. Ergänzte der Junge im Nachthemd. Er wollte uns zu Bewusstsein rufen. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Beide Cedrics strafften sich unmerklich. Trete durch den Spiegel. Du musst diese Welt zerstören, um in die Realität überzuwechseln. Aber was wird aus Spot? Aus Opa, Ben oder Bobby? Würde er sie denn jemals wiedersehen? Cedric kannte die Antwort bereits. Sie haben nie wirklich existiert. Für mich schon, protestierte Cedric. Das da hinten, das war meine Welt. All meine Erinnerungen, all meine Freunde. An das da vorne kann ich mich nicht einmal erinnern. Ich weiß, beschwichtigte ihn der Spiegeljunge. Aber genau das macht das Leben aus. Es besteht einzig aus Veränderungen. Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Du kannst auch hier bleiben. Die Welt wird nicht zerstört, wenn du den Spiegel nicht durchbrichst. Luko hat recht. In der Welt, die hinter dir liegt, könntest du ein König sein. Und alles würde so bleiben, wie du es in Erinnerung hast. Die Entscheidung liegt bei dir. Cedric sagte es nicht laut, aber er war vollkommen ratlos. Cedric hatte sich entschieden. Er wollte zurück in seine alte Welt. Was ging ihm das Schicksal des kleinen Jungen an? Dann aber begann er wieder zu zögern. Was, wenn der Junge recht hatte? Was, wenn es sich bei dieser anderen Welt um die Realität handelte? Wenn der kranke Junge im Bett sein wahres Ich war? Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, durchbrach Cedric den Spiegel. Und in dem Moment schlug der wahre Cedric seine Augen auf
und war wach. Mein Junge...